Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu meinem aufgebrauchten Video vom April 2015. In diesem Video möchte ich euch nur Produkte zeigen, die ich aus irgendwelchen Boxen alle bekommen habe oder Gratisproben, die ich aus Zeitschriften habe etc. Fangen wir jetzt erstes an mit den vier Produkten, die ich aus Boxen leer bekommen habe. Jetzt speziell alle vier Produkte aus Online-Apotheken-Boxen. Und zwar haben wir hier Lactobac Rapid, das war ein Nahrungsergänzungsmittel mit Bakterienkulturen und B-Vitamin für die Darmgesundheit. War ganz süß in der Anwendung halt. In dem Fläschchen war die Flüssigkeit erst eben durchsichtig. Dann hat man oben den Deckel dementsprechend gedreht, dass halt ein Pulver in die Flüssigkeit gekommen ist. Dann hat man es ordentlich geschüttelt. Und dann war die Flüssigkeit orange. Hat auch ein bisschen nach Orange geschmeckt beim ersten Schluck. Dann aber leider hat man, weil wenn man noch ein bisschen die letzten Tropfen reinschütten würde, hat man gemerkt, oh, diese Flüssigkeit hat eine Weile halt in diesem Plastikbehälter verweilt, weil es hat wirklich dann so nach Kunststoff geschmeckt, was mir nicht so gefallen hat. Oh, es war halt irgend so ein anderer Nachgeschmack. Ich kann es nicht so wirklich beschreiben, aber es hat so kunststoffmäßig geschmeckt auf jeden Fall. Also künstlich. Ich habe jetzt auch nicht viel davon gemerkt. Also man kriegt das ja nicht so mit, ob die Darmgesundheit gerade gefördert wird oder nicht. Also von diesen Nahrungsergänzungsmitteln halte ich jetzt nicht sehr viel. War auf jeden Fall mal interessant, das anzuwenden. Also es war eine süße kleine Testprobe. Würde ich mir aber nicht nachholen. Dann war von Slimfast auch ein Milchshake mal drin in einer Box in der Geschmacksrichtung Cappuccino. Ich hatte erst Angst vor dieser Geschmacksrichtung und dachte so, na, wie schmeckt das zu sehr nach Kaffee, dann trinke ich es nicht so gern. Aber es war lecker, sehr lecker, muss ich sagen. Ich habe jetzt die Flasche nicht an einem Tag geleert, sondern mir ist für 2 Tage aufgeteilt. Und ich muss wirklich sagen, ich war sehr zufrieden damit, weil ich habe es so gemacht, ich habe es immer viel geschüttelt, dann immer 1, 2 Schluck genommen und nochmal richtig geschüttelt, weil ich dieses schaumige, cremige im Mund haben wollte. Das ist einfach super rübergekommen bei diesem Drink. Also es hat wahnsinnig Spaß gemacht, ihn leer zu machen. Waren ja drin 325 Milliliter, eine komische Füllmenge, aber es sollten halt genau 230 Kilokalorien sein. Aufgeteilt auf 2 Tage, habe ich mir gedacht, mache ich da nichts falsch. Weil ich habe ja trotzdem normal gegessen und habe das jetzt nicht so. Ich habe das eben so als Zwischenmahlzeit genommen, aber mit einer halben Flasche, die hat mir da schon gereicht als Zwischenmahlzeit. Dann habe ich die Gratisbeigabe von Calmvalera Hevert alle gemacht. Und zwar war das ein Früchtetee in der Geschmacksrichtung Mango Guave. Den gibt es ja käuflich nicht zu erwerben. Haben auch viele gesagt, der schmeckt übelst lecker, bla bla bla. Auf jeden Fall, mir hat er so lala geschmeckt. Weil ich, also dieses Mango Guave war jetzt ein bisschen süßlich, also es war so ein bisschen so wie Wasser mit ein bisschen Geschmack, war in Ordnung, dann konnte man ja die Trockenobststückchen konnte man ja essen, aber für mich waren die so wie zu holzig, also waren irgendwie zu fest, es hat nicht so richtig Spaß gemacht, die zu schnapulieren, sage ich jetzt mal, von daher ein okay Produkt. Und dann habe ich auch noch ein viertes Produkt alle bekommen, auch jetzt wieder was zu essen, und zwar der Multan Appetitbremserriegel. War auf jeden Fall sehr luftig, leicht durch diese Rice Krispies. Der Geschmack Erdbeere war auf jeden Fall auch zu schmecken. War aber auch eben sehr trocken. Also man muss wirklich da 2, 3 Gläser Wasser dazu trinken, wie es halt auch auf dem Riegel steht. Hat jetzt bei mir nicht so den Appetit gebremst. Eine Stunde später hatte ich schon wieder Hunger, habe ich dann wieder was gegessen. Also ich finde durch Riegel so ein bisschen sinnlos, sag ich mal. Also so, wenn man so ein Riegel isst, kann man ja Zwischenmahlzeit machen. Aber ich bin dann eher ein Schokoladenfan. Dann habe ich bei Gratisproben alle bekommen, so die Balea Body Lotion Urea ist das, mit 5% Urea für sehr trockene und gespannte Haut. Waren jetzt hier 8 Milliliter drin, ich hatte da so 2, 3 Proben zum Glück, weil für den ganzen Körper hätte so eine Probe nicht gereicht. Aber ich fand, die hat wirklich schön gepflegt und mir hat auch der Duft sehr gefallen. Also ich weiß nicht, ob es eben so Urea riecht, aber auf jeden Fall fand ich den Duft sehr schön und interessant. Also so ein bisschen so Traubenzuckermäßig, ich kann es nicht anders beschreiben, war so ein bisschen süßlich dieser Duft und ein bisschen so unbekannt halt auch. Deswegen habe ich es gemocht. Wo ich aber auch anfangs hier nicht den Duft, wo ich aber jetzt den Duft nicht mochte, war bei dieser Revive the Loop Natural beruhigenden Tagescreme für jeden Hauttyp, weil nämlich Kamille drin war. Und dadurch ist der nach Kamille gerochen und ich mag schon Kamille-Tee nicht so sehr. Deshalb musste ich mich da erst dran gewöhnen, aber dann fand ich doch, dass es eben durch diese pflanzliche und natürliche Pflege sehr angenehm war. Und da hatte ich mich auch an den Geruch gewöhnt, weil ich dachte, ja, das muss so natürlich riechen. Und es hat auch super gepflegt, also kann ich da auch nicht meckern. Waren hier 3,8 Milliliter drin, hatte ich auch ein paar Proben, die ich mir dann in so einen Tiegel umgefüllt habe.
Und das hat dann auch ein paar Tage gehalten, ich glaube so eine Woche. War ich auch sehr zufrieden. Und auf der Straße haben sie mir mal von Malou Witz eine Eye Control Cream, eine festigende Anti-Faltencreme mitgegeben. War hier so eine ganz kleine süße Probe. Fand ich sehr schön, hat angenehm gerochen, gut gepflegt. Also bei Augencremes habe ich noch keine gehabt, die eigentlich schlecht war. Ich merke auch nicht so wirklich einen Unterschied zwischen den einzelnen Augencremes. Ich freue mich halt nur immer, dass ich eine Creme habe, die meine Augenhaut nochmal speziell pflegen soll. Und die zählt auch wieder dazu, diese Augencreme. Da haben wir schon alles abgearbeitet. Ich freue mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, diese Kategorie von Aufgebraucht-Videos gefällt euch, weil ich finde, es ist immer cool, wenn man das ein bisschen so staffelt, dass man halt weiß, ah, das hat der da und daher, das hat er sich sozusagen nicht bewusst gekauft, sondern ist meistens aus solchen Überraschungsboxen. Und es war mal was zu probieren. Aha, könnte ich mir vielleicht nachkaufen, wenn der das cool fand, schon als Probe. Also, ich bedanke mich schon mal sehr und bis zum nächsten Mal. Tschüss!